Mein Hemd ist zwar schlicht und klein, und doch häng ich ohne, ich kann's gar nicht sehen. Ich tausch mit dem Stadler, was noch aus also schien, bin stolz, dass ich ein echter Grulicher bin. Ich bin Helmut Schramme, geboren in Niederlipka, das ist von hier 3 Kilometer. Die Heimat ist hier, in Grulich. Niederlipka, da sind wir schon seit 45 oder 46. Da sind wir weg von Niederlipka. Dann ist alles futsch, mein Spielzeug. Und man hat da 2 Motorräder: ein Ariel 500er und ein Buch 200er. Ja. Das haben sie alles weggenommen. Tschechen. In unser Nachbar, der Sohn, der war so alt wie ich. Ja, und da bin ich viel mit ihm verkehrt, ja, was die hat da Pferde und so. Und von dem habe ich Tschechisch gelernt, so ziemlich. In die Schule bin ich in Grulich gegangen, aber bis 1945, da war ich in der 6. Klasse. Bei der tschechischen Schule war ich nicht, weil die haben mich nie genommen als Deutschen. Als Deutscher haben sie mich nicht in die Lehre genommen. Da wollte ich wenigstens Maurer oder Schmied, eine Lichtenau, das hätte immer zu, kommt zu mir, ja, Schmied. Naja, aber hat kein Lehrzeugnis bekommen und ist noch war ich beschäftigt. Wir hatten ja eine kleine Landwirtschaft. Und 1948 musste man ins Tschechische auf Arbeit, war ich mit 16 Jahren. Und dort waren wir 1,5 Jahre. Und dann bin ich zum Militär eingerückt mit 20 Jahren. War ich in der Slowakei, in Brezno nad Hronom. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Tscheche bin oder aus Tschechien. Ich habe gesagt, ich bin von Ostrau. Und die Ostrauer hat er die gerne. Und dann, wie ich bin zurückgekommen, war ich wieder im Staatsgut beschäftigt. Ein Jahr. Und das hat mir nie gefallen, ja, Traktor fahren und so. Bis zur Rente war ich beschäftigt beim Baubetrieb. Okres ist aber im Nipponik, Usti. Ich hatte keine Probleme mit der Arbeit, dass ich hätte Reklamationen gehabt oder sowas. Das habe ich nie gekannt. Das waren verschiedene Probleme. Die Deutschen durften nicht auf dem Gehsteig gehen, mussten auf der Straße gehen. Wohnungen wenig. Wenn die Tschechen haben das Haus eingenommen und der Eigentümer muss entweder woanders hin oder so. Und noch hier war ja Niederlipka, Mitlipka. Aus jedem zweiten Hause, die müssten sofort nach Schlesien hier, nach Polen, ja, Mittelwalde und dort. Und die sind von dort ausgesiedelt. Und da habe ich noch das Haus gekauft, das war in ganz schlechten Zustand. Es waren kleine Fenster, da waren Balken, Fußboden, da ist man schon auf der Erde gegangen, auf Brettern. Und hier war eine Seidenfabrik. Und da waren ja Spezialisten und die haben sie zurückgehalten. Und die waren ja schon älter, die sind schon alle weggestorben. Ja, aber da waren wir ein Gesangverein, 50 Personen. Und da waren wir auch zum Wettbewerb in, dort in der Königgrätz. Und da hat man erst einen Preis gewonnen. Aber weil wir Deutsche waren, und da hat man einen zweiten Preis. Ich bin Deutscher. Ich habe auch Nationalität, habe ich Deutsch und Staatsbürgerschaft Tschechisch. Und die Tochter auch. Wie ich sie angemeldet, ja, die ist ja ein willensschweren Krankenhaus auf die Welt gekommen. Ja, und da musste ich ja noch hin, um einen Taufschein. Und da hat mir die Frau gesagt, auf der Gemeinde, sagt sie, Narodnost. Ja, ich habe gesagt, noch Deutsch. Na ja, jetzt, mir ist das egal, die Zigeuner schreiben zigeunerische Nationalität. Wieso kennt das, ich eine Deutsche habe? Und da hat sie deutsche Nationalität. Und so weit, dass die Tochter auch Deutsch konnte. Mit der haben wir zu Hause Deutsch gesprochen. Und ich habe gesagt, Tschechisch lernst du noch immer bei Kindern. Aber es hat wenig Familien, wo die Kinder Deutsch kennen. Aber wir reden mit einem Dialekt, also mit ihr. Ja, wir haben einen deutschen Verein. Ich mache Vorsitzenden davon, ja. Und aber sterben halt weg, ja. Oder übersiedelt jemand oder ins Altersheim und so. Und da wird der
immer kleiner, der Kreis. Oh ja, in der Versammlung, da sind wir immer so 18, 20. Zu Weihnachten sind wir immer so 28. Wir in der Versammlung sprechen wir bloß Deutsch. Also wenn ich mit der Grulichern ja, und da redet man Mundart direkt. Ja. Aber da ist nicht großer Unterschied. Ja. Daheim, der Häme, ja, Schubkarre, Rotwein. Ja, da wird etwas gesungen, etwas erzählt. Und also viele Leute sehen gerne, dass sie zusammenkommen, ja, dass sie im kleinen Kreise können, sich erzählen. Wir haben auch Jüngere. Das sind schon zu 99% lauter Rentner. Wenn unsere Generation wird absterben, dann ist das Ende mit dem deutschen Verein. Die Leute sterben weg und wird Ende sein mit dem Dialekt und mit allem.